haben einfach gar nichts. Es ist unglaublich. Die Ferkels. Meine Schießium-Mamme kommt nichts. Ich meine, beim letzten Mal hatten wir auch, glaube ich, Fett von denen erhalten. Soweit ich mich entsinnen kann. Ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, wo ich die erste Aufnahmesession hatte. Das war tatsächlich schon ein bisschen länger her jetzt. Deswegen muss ich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Produziere immer so ein bisschen im Voraus. Dass ich so ein klein wenig... Ich höre sie doch schon wieder. Ah, da unten. Nicht, dass sie uns irgendwann angreifen, weil wir die ganze Rasse aussterben lassen von denen. So. Aber ich glaube, sagte ich bereits in den anderen Folgen, glaube ich schon, ich finde es gut, dass das Essen und Trinken hier nicht so überwiegt. Dass man hier so ein bisschen Ruhe davor hat. Weil es kann doch schon sehr anstrengend werden, wenn das beim Survival-Game mehr als in Arbeit ausartet, als wie... Als wie in einer Gameplay-Mechanik. Oh, da ist nebelig. Okay. Oh, wie geil ist das denn, Alter? Da würde ich gerne mal hin. Aber so weit kommen wir leider noch nicht. Und ich würde tatsächlich gerne unseren Zug ausbauen. Vielleicht haben wir ja da schon demnächst die Möglichkeit zu. Wie schön auch einfach die Musik ist. La la la. Ich gleite dahin. Was man da wohl findet, ob man wohl auch später irgendwie eine Axt hat zum Bäume fällen. Weil auf diesen Inseln scheinen ja auch Bäume zu sein. Das ging gerade noch mal eben gut. Weil da scheinen ja auch Bäume zu sein, wie man sieht. Kann ja sein, dass man da auch vielleicht später survival-mäßig mit einer Axt vielleicht arbeitet. Ich habe übrigens am Wochenende schön in der, im Stream tatsächlich ein schönes neues Survival-Game kennengelernt. Da gab es eine Demo auf Steam. Das hieß Survival The Foundation oder Fountain of You. Ich glaube, Fountain hieß es. Fountain of You. Das Setting hat mir sehr gut gefallen. Das hat so ein bisschen so ein Piraten-Setting gehabt. Man ist so schiffsbrüchig gewesen auf einer Insel. Sein eigener Captain war wohl auch auf der Insel. Und man ist auf der Suche nach so einer Art Jungbrunnen. Und man musste dann so ein bisschen auch da ums Überleben kämpfen. Und man hat dann auch immer so ein paar Nachrichten von seinem ehemaligen Captain gefunden, der auch da war auf der Insel. Der aber dann versucht hat, zu den anderen Schiffen zu kommen. Und das war sehr interessant. Das war auch sehr, 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 sehr umfangreich, muss man sagen, für eine Demo. Man musste auf Magen-Darm achten. Man kriegte auch Fieber, wenn man Pech hatte. Das war schon sehr, sehr, sehr umfangreich, wenn ich das so sagen darf. Okay. Oh, da hinten kommt eine Kurve. Ich habe Scrap Metal gesehen. So, keep moving forward ist unsere... Oh, dahinter ist auch nochmal Scrap Metal. Oder? Ah, ne, Wasser. Keep moving forward ist unsere Hauptquest. Ich habe bestimmt keine Ahnung, wie viele Dinge verpasst oder so. Das hat unser Inventar. Okay. Ein bisschen Platz haben wir noch. Das kann man hier unten bestimmt noch erweitern später. Da würde ich für wetten. Das ist schon wie das Amen in der Kirche, ist das so. Also unsere Quest ist halt nach vorne kommen. Überleben. Im Prinzip kannst du halt die ganze Zeit hier auf dem Train bleiben. Und einfach nur Wasser und Essen sammeln. Entschuldigung. Um halt zu überleben. Reicht auch. Muss halt nichts... Bremse! Du musst halt eigentlich im Prinzip nicht sammeln, weil du musst halt nur vorwärts kommen. Aber man will ja auch ein bisschen ausbauen, ne? Alter, der ganze Zug voller Kisten. Da
Der ganze Zug ist einfach voller Kisten. Das ist halt... Lol. Kann ich eigentlich das Fadenkreuz deaktivieren? Würde ich jetzt mal eben kurz schauen. Display. Graphics. Anti-Aliasing, Shadow, Epic ist also auf Epic am Stehen. Gamepad. Keyboard, Audio und ich kann es leider nicht deaktivieren, ne? Schade, hätte ich jetzt gerne mal gemacht. Weil ich ja immer wieder gerne Thumbnails aus dem Spiel dann erstelle. Also von so ein paar Momente im Spiel. Ja gut, aber ich finde es ganz witzig, dass der Zug, wie gesagt, tatsächlich fast nur aus Kisten besteht. Der Kistentrain. So. Dann lass doch mal gucken, was wir sonst noch finden. Ob es später noch andere Ressourcen gibt, die rumfliegen? Weil das ist ja jetzt irgendwie so ein Startgebiet, ne? Oder meine ich das nur? Weil hier finden wir halt immer wieder dieselben Sachen. Die Musik ändert sich. Warum ändert sich die Musik? Warum wird die gerade so dramatisch? Vorsichtshalber. Nur zu meiner eigenen Vorsicht. Oh, das Essen, ne? Mam. Hammam. Warte mal eben. Ich will einmal essen. So, jetzt haben wir Essen auch voll und Trinken haben wir auch voll. Das ist sehr nice. Das sortiere ich mal eben hier rüber. Alter, diese Musik, ne? Was ist los? Ist irgendwie... Passiert jetzt gleich irgendwas? Man muss sich auch echt erstmal überwinden, so von diesem Zug zu springen. Das ist, ja. Zugdiving mal anders. Oder wie sag mal? Nee, wie heißt das nochmal, wenn die da auf diese Züge springen und dann rumgleiten? Macht das bloß nicht zu Hause, ne? Also, ich prange das an. Aber wie nennt man das nochmal? Zugliding? Nee. Zugriding? Nein. Zugriding ist ja normales Zugfahren, oder? Holz. Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. So. Wie sie sehen sie nichts. Und weil sie nichts sehen, sehen sie morgen. Dauert ganz schön lange, bis wir zum nächsten Tor kommen, ne? Weil ich will gerne wissen, ob ich mit meiner Theorie richtig liege. Dass wenn man... dass man vielleicht den Zug echt nur am Depot erweitern kann. Sieht auch nicht so aus, glaube ich, als ob da wieder irgendwas kommen würde. Aber die Musik macht mir halt Sorgen. Oh nein, das Scrap Metal. Nein, andere Richtung. Scrap Metal nehme ich mit. Ich komme dran! Ah. So. Eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist schön, ja, da kann man so viele Steine in der Luft fliegen sehen, lalalalalalala. So, Holz nehme ich mit. Ja, das da oben können wir auch mal mitnehmen wieder, da ist Scrap Metal, glaube ich. Ich glaube, es ist wieder soweit. Die Musik vermag es uns andeuten. Wir kommen wieder in der Nähe eines Depots. Richtung Phantasialand geht's wieder die Reise. Schön, dass Sie eingestiegen sind. Schön, dass Sie dabei sind. Wieder neue Reise, neue Runde hier im Phantasialand. Die neue Attraktion. Voll gut, feiere ich ein bisschen. Was ist das denn da? Was ist das? Achso. Nein, Inventory full. Alter, warte mal.
Muss mein Inventory eben leeren. Alter. Alter, geht gar nicht. Ah, wir haben doch noch eine leere Kiste, ne? Ah, hier. Oha. Das, ja. Kann ich eigentlich... Okay, ich nehme erstmal Scrap Metal mit. Wo waren das jetzt? Da. Kann ich eigentlich, was wollte ich denn gesagt haben? Kann ich eigentlich auch... einfach in den Ofen Holz legen? Ist es dann aus dem Inventar raus? 4. Ich weiß nicht, woraus er es jetzt genommen hat. Ja, dann wollen wir mal gucken, was uns da erwartet, ne? Nein, das ist nochmal Scrap Metal. Halt, stopp, alles zurück. Oder? Ja, doch. Natürlich, das lasse ich nie hier, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das nehme ich mit. Und da oben ist Holz. Hallo? Dam, 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 dam. So. Wie geil das aussieht. Warte. Ja, dann. Haben wir doch gut gelootet, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was wir... ob meine Theorie stimmt oder nicht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Lautkraftwagen, nee, Zugfahrer, Motherfucker. Boah, das Fadenkreuz würde ich so gerne ausmachen. So gut. Jetzt wird's wieder schnell. Oh mein Gott! Hallo und willkommen. Licht aus und Action. Oh! Wow, Kontrollpunkt Depot. So, Engineering Station. So, dann heißt, wir können jetzt erstmal hier... Kann ich denn hier jetzt irgendwie was bauen? Ich hab doch mein... Kann ich meinen Zug irgendwie erweitern? Weil ich hab das doch gebaut gehabt. Wir hatten beim letzten Mal, hatten wir... Warte mal. Hier, die Plattform haben wir gebaut. Aber wie baue ich denn... Warte mal, Plattform... Wooden Floor. Ah, wie kann ich denn... Kann ich hier irgendwie die Plattform anbringen? Komm, wir gucken uns erstmal um, ob wir hier irgendwas finden. Erstmal Ressourcen finden, looten. Was ist das? Diese Musik im Hintergrund. Jeden Moment abzugehen. Oh, fett. Geil. Holz haben wir ja noch nicht genug von. So, öffentliche Plätze. Vorsicht, Stufe. Das ist sehr nett. Danke, Gebäude A. Kiste ist nichts drin. Hier ist nochmal Scrap Metal. Nicht auf die Gleise treten, bitte. Dann ist meine Theorie ja doch nicht richtig, dass man hier seinen Zug zusammenbaut. Aber wie mache ich das denn? Wie kann ich denn meinen Zug zusammenzimmern? So, jetzt gehen wir mal nach unten gucken. Weil es muss ja irgendwie gehen. Du kannst es ja nicht unterwegs irgendwie so aufsetzen. Oh. Ja, Leder, wow. Geht's noch weiter?
Was? Beachtung, Sicherheitsraum. Oh Mann, Raw Meat und wir haben noch keine Küche. Lecker. Taschenlampe wäre noch geil. Krieg ich mal bestimmt später. Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Nee, aber kann man mit dem Kran hier nicht irgendwie was machen? Der leuchtet doch so schön. Kann ich hier nicht raufklettern? Nee, es geht nicht. Kann ich? Kann man da rein? Oh, da liegt noch was. Wie komme ich denn da rein? Oh, warte mal. Ah! Wie ducke ich mich? C? Ah, okay, Steuerung. So. Aha! Also doch. Also kann man also doch in gewissen Gebäuden rein, wo es keine Tür gibt. So, aber ich frage mich trotzdem, wie wir unseren Dings ausbauen können. Weil so langsam wird es ja echt knapp. Kann ich einfach hier sagen, ich will hier was anbauen? Warte mal. Nein, ich F. Nein, hör auf damit. Lass das. T. Weil wir haben das ja beim letzten Mal gebaut. Das weiß ich. Aber wo haben wir das hingetan? Beziehungsweise, wir haben das geresearched, ne? Das war hier. Unlock Building Plattform. So, aber wie, wo habe ich die gebaut? War das hier? Im Labor? Nein. An der Workbench? Da weiß ich, da haben wir diese Teile hier gebraucht und dann haben wir das gebaut. Aber wie habe ich das denn nochmal gebaut gehabt, verdammt? Das ist ja nur eine Plattform. Kann ich die irgendwie hier so platzieren? Nö. Nein, nimm dein Büchlein wieder in die Hand. Mal gucken. Research Table, Workbench 1. Können wir den Research Table vielleicht upgraden oder so? 100%. Ich meine, das ist alles ganz toll hier. Aber wir haben halt keinen Platz. Kann man nicht? Huch, da war doch gerade was, oder? Das ist, war das Labor, glaube ich, ne? Kann ich nicht hier irgendwas aktivieren? Die Dinger sind doch nicht da, um einfach, ja, da zu sein, diese Depots. Da kann man doch bestimmt was machen, oder? Oh, es liegt hier. Eine Taste kann ich nie mitnehmen. Ja, aber, warte mal, oder habe ich das im Container drin? Warte, ich gucke. Mal eben so ein Zugabteil einfach im Container. Nö. Nein. Nö. Wo haben wir denn... Wo haben wir denn bitte unser Fleisch reingepackt? War das hier? Nee, hier irgendwo, ne? Nee, hier. Da. Was war hier drin? Hier können wir das Fleisch eigentlich reinpacken, da vorne, ne? Dann kann hier nochmal ein bisschen Scrap Metal rein. Dann packen wir hier Fleisch und Fett rein. So, das trinke ich mal. Dann sind wir wieder gesättigt. Raw Meat kann man wahrscheinlich nicht essen, ne? Minus 5 Health, wenn man es roh isst. Ja, logisch. Man muss es erst kochen. Dazu müssen wir aber auch erstmal die Küche herstellen. Ja, wenn es weiter nichts ist und ich kann hier echt nichts bauen, dann... Hammer. Multitool-Modus. Weil ich habe gerade unten gesehen, Hold T. Was kann ich denn hiermit jetzt machen? Was kann ich jetzt machen? Dekonstruieren, dekonstruieren, dekonstruieren. Das ist ganz toll. Dekonstruieren. Ich will aber nicht dekonstruieren, ich will konstruieren. Crafting Book und Hammer. Okay. Aber wie... Toll.
Pack doch mal den Revolver weg, Mann, Junge. Aber kann ich... Oh, ich kann sogar die... Hä? Ach nee, das kann ich nicht abreißen. Ich dachte, man könnte es abreißen. Ja, ich weiß nicht, wie... Das ist ja blöd. Okay. Werden wir bestimmt nochmal rausfinden. Es geht weiter! Schön. Jetzt sind wir also hier. Das ist ja mega merkwürdig. Mit dem, dass man sich halt nichts... Das wundert mich ein bisschen. Gibt's denn... Das würde ich gerne einmal herstellen. Aber das brauchen wir ja für den Verband und so. Alter, was zur Hölle? Was ist das denn? Alter, Tutorial, Repairing. Hammer. Was ist denn hier kaputt? Da, Repair. Linker Mausbutton. Okay. Wo ist das Vieh? Alter. Mir scheißegal, ich knall die ab. Aus dir mache ich leckeren Schnitzel. Hau bloß ab, ich habe unendliche Munition. So, jetzt haben wir das Ding gebaut, ne? Was brauchen wir denn noch dafür? Ich würde mal gerne ein bisschen weiter researchen. Okay, einmal Essen. Haben wir Essen nicht, ne? Ja, mein Freund. Komm ruhig näher. Oh, der bringt bestimmt lecker Steak und Dings. Warte. Oh, Scrap Metal. Ja, nehme ich mal eben mit. Schon einmal hier sind. Der verdammte fischähnliche Wurm oder was das auch immer ist. Stirb doch endlich. Komm näher und stirb. Das geht ganz schnell. Ah, der braucht nicht mehr viel. Alter! Oh, warte, ich lade nach! Na endlich! Mann! Endlich! Na, da guckst du! Aha! 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 Da guckst du! Alter, ist der hässlich! Ich glaube, haben wir den beim letzten Mal schon? Boah, ich glaube, der hat Mundgeruch. Haben wir den beim letzten Mal den nicht schon erledigt? Bin mir gar nicht mehr so sicher.